herzlich willkommen zum nächsten Farmlog. Wie man sieht und hört, scheiße, sind so Leute wieder. Wir wollen das jetzt nochmal probieren, Tapas zu fahren. Ich wollte eigentlich den ganzen Tag schon fahren, aber bin irgendwie nicht in die Pötte gekommen. Kam hier und da und immer was dazwischen. Das ist manchmal echt abnormal und vor allem dann, wenn man viel vorhat. Naja. Auf jeden Fall kommt Jan gleich her, der löst mich ab. Das ist zumindest der Plan. Ja, pass mal. Und danach muss ich füttern, weil eine Melkerin ist krank und dann ja, passt das so ganz gut. Ich bin froh, dass Jan mich dann ablöst. Ja, läuft das schon. Naja. So sieht's aus. Also da steht auch Wasser überall, da werde ich jetzt nicht ganz fahren. Okay. Ich drehe jetzt hier ein bisschen vorher um. Dann fahre ich hier wieder hoch. Eigentlich müsste man so lang wie das Gras ist mit Gestänge fahren. Okay. Kamera schieben. So muss es sein. Das wäre vom Gras her wäre das besser. Thank you.
es gerade leicht fröstelt, will ich noch einmal eben gucken, ob der Boden aufnahmefähig ist, bevor ich weiter Gülle fahre. Und ja, sieht gut aus. Also ich merke richtig unterm Gehen, wie sich der Boden noch bewegt. Also der scheint nicht gefroren zu sein. Ein bisschen angefroren, ja, weiß ich nicht. Aber das sieht eigentlich gut aus. Ist das diesig? Ja, aber das sieht gut aus. Eigentlich müsste ich noch fahren können. Träger habe ich schon angestellt, aber sehen kann ich auch nicht viel, weil Scheiben gefroren. Die frieren ja immer als erstes ein. Doch, das geht. Eigentlich müsste das gehen. Viel sehen kann man nicht. Ja, ich habe heute beim Güllefahren eigentlich gar nicht mehr gefilmt. Ja, konnte dann aber auch erst halb elf anfangen mitfahren, weil irgendwie kam dann hier und da nochmal was dazwischen, so wie das denn halt immer ist. Ja, mittlerweile schon 18.30 Uhr, draußen wird schon dunkel. Aktuell ist Donut ein bisschen am Gülle fahren. Ich habe bis um 3 gemacht, danach habe ich ein bisschen gefüttert und hier und da wieder überall rumgetüdelt. Ist schon wieder so spät. Naja, gleich ist Feierabend. Ja, Samstag früh. Gestern haben wir dann irgendwann aufgehört mit Gülle fahren. Gülle-Fahrbarkeit hat. Also die guten Stücken haben wir fertig gehabt oder voll gehabt. Der erste Gabel. Und die anderen Flächen, da müssen wir jetzt nochmal kurz warten, dass wir da fahren können. Ja, bin jetzt gerade dabei, den Rest zu füttern. Aber allerdings mit dem alten Merlo. Bei dem neuen machen wir gerade Dominik und Arne, glaube ich, die Wartung. Mal sehen. Wir müssen aber auch bald fertig sein. Die haben gestern Abend, Mitternacht quasi, oder kurz nach Mitternacht, haben die da rumgeschraubt und Öl gewechselt und hier und da. Mal sehen. Eigentlich müsste das fast fertig sein. Sah eben zumindest gut aus, dass ich dann heute Nachmittag wieder den guten Melo zum Füttern habe. Weil das hier, das nehmen wir, das ist echt kein Geschenk. Ja, ich hätte die Greifschaufel hier zwar ranbauen können, aber ich habe gedacht, ich habe eigentlich, also eigentlich hatten sie auch gesagt, die sind heute früh fertig. Also, dass ich den heute früh zu viel wieder haben kann. Naja. Aber, was soll's, wird schon wieder. Wir gucken da gleich nochmal zusammen den Ding an. Frage ich mal, ob ich die filmen darf. Und dann sehen wir weiter. Der Stall ist leer. Mensch! Zeige ich euch gleich, wo die alle gelandet sind. Thank you.
Tipp. Dass man hier mal durchgucke. Da kann man sie sehen, da stehen sie glücklich auf der Weide. Allesamt. Geil. Schön zu sehen, beide eine Hand in der Tasche und eine Hand zum Arbeiten. Ich bin der Sauber, Mann! Hey! Ja, siehst du, die Trockensteher auf der Weide. Die haben hier das Stück, oder die kommen sie schon her. Und die Altmäcker sollen nachher hier auf das Stück noch auf. Mal sehen, wie das klappt. Ob wir das durchziehen oder nicht. Ist auch alles ein bisschen Arbeit. Joa, so ist das. Hier in unser dickes Regenrückhaltebecken. Letzten Sommer sind hier noch Enten drinne geschwommen. Mal sehen, ob das diesen Sommer auch so ist. Und ob hier noch mal ein bisschen was wächst, um zu. Wäre auch schöner. Mal sehen. Die Rohre vom Stall, der noch gebaut werden soll, die gehen da ja auch schon rein. Die liegen auch schon für Regenwasser. Wasserleitung hatte Papa irgendwann auch schon mal gelegt. Und ich sag mal ungefähr, hier ist das ausgewinkelt. Bis hier geht der neue Stall, denn ich glaube, dieser Nagel ist es. Hier einmal so rüber und dann bis an den Neubau ran. Ja, Baustelle halt. Ja, so, nächste Aufgabe hängt hinten hinter. Mich jetzt? Das kommt aber alles mehr im nächsten Video an. Ich glaube, das Video ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, ist aber so. Ich muss das Ganze langsam mal beenden, dass ich mal wieder was hochkomme. Ja, bin ich irgendwie in den letzten Tagen auch nicht viel dazu gekommen, also ich einfach alles mehr gegeben. Naja, nützt nichts. Aber wenn ich hier jetzt schon so mitfahre, ne? Ich bin echt über jedes Geschütz froh, was über K80 läuft und nicht über scheiß Sockenhaut. Das ist ja die vollste Katastrophe. Beim Anbauen klemmt das, beim Abbauen klemmt das und dann dieses ganze Scheißgeklapper, was man eben gehört hat. Weil der Streuer hinten im Zopfbau hoch und runter springt. Also, da bin ich echt nicht mit zufrieden. Kugel ist einfach angenehmer. Naja, so. Zurück zum eigentlichen Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerne beim nächsten Mal wieder reinlassen und Like und Abo da. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.